Ich begrüße Sie zu der heutigen Folge von Inside World Spirits recht herzlich. Zeigen will ich Ihnen den Unterschied zwischen einer Zwetschge, zwischen einem gelben Kriecherl und zwischen einem blauen Kriecherl. Sie werden sehen, der Unterschied ist unglaublich und Sie werden auch sehen, wie unglaublich mein Gesprächspartner Franz Dinauer aus Gamlitz ist. Franz Dinauer aus Gamlitz hat ja Erfahrung in Weinsachen und in Obstsachen, in Weintrauben, in Weinmachen, in Obstsachen und Obstverarbeiten. Heute zum Thema Kriecherl bzw. Zwetschgen habe ich die geholt, damit du uns wieder ausführlich über das Thema informierst. Jetzt ist die Frage, was ist eigentlich der Verwandtschaftsgrad von einem Kriecherl zu einer Zwetschge? Es geht alles zu einem, ist alles Pflaume. Das eine ist eine Wildpflaume und die Zwetschge ist die Hauszwetschge ist eine veredelte Form, eine Selektion und ist nicht wurzelecht und das Kriecherl ist wurzelecht. Das heißt, wurzelecht, wenn ich einen Kern reinstecke, kommt immer ein Kriecherl raus. Ja. Und bei Zwetschgen kommt nicht immer ein Kriecherl raus. Okay. Nicht immer ein Zwetschgen raus, Entschuldigung. Okay. Sag mal, ich habe es kapiert. Aber gehen wir jetzt einmal her. Wir haben ein gelbes Kriecherl. Ja. Und wir haben ein blaues Kriecherl. Das ist meine Meinung, würde ich nicht sagen, aber meine einfache Meinung. Kann das sein, dass das gelbe Zwetschgerl von der Pflaume, von der Mirabelle in die Richtung hinkommt? Und kann das sein, dass das blaue Kriecherl eher von Richtung Zwetschgen, Richtung Schlehen hin in die Richtung kommt? Das stimmt so, das ist so, von der Aromatik her kommt das so hin. Von der Aromatik her wäre das für mich die Erklärung. Ja, die Aromatik her, aber es gibt bei den Kriecherl gibt es ja viele Spielarten, beim Kriecherl. Es gibt ja dann die Kirschpflaume noch dazu und was weiß ich was. Aber ein Kriecherl gibt es ein gelbes Kriecherl, ein weißes Kriecherl sogar, so wie bei der Johannisbeer. Ja. Es gibt dann rötliche Kriecherl, Honigkriecherl und es gibt dann die blauen. Die blauen sind, es ist sehr regional. Bei uns unten ist meistens blau oder zu 99,9% blau. Auf der anderen Seite, Richtung Oststeiermark, dann ist schon sehr viel gelb. Und in Niederösterreich ist es sowieso meistens gelb. Hast du das gelernt? Ja. Na, wo hast du das gelernt? Geschaut. Was denkst du aus deinem Eibach, oder? Geschaut. Nein, ich bin. Echt? Ich bin der Silberberg gegangen. Ah. Weinbauschule. Super. Alles, was einen interessiert. Ja, alles, was man lebt, interessiert einen, so würde ich sagen, oder? So, und umgekehrt, vice versa. So. Aber jetzt würde mich eines interessieren, man darf das normal nicht machen, dass man Produkte vergleicht. Es wird immer zuerst eines verkostet, dann das andere. Aber wenn das stimmt, was ich eigentlich sagen will, dass das Gelbe pflaumig, mirabellig ist, ja, oder natürlich gelb pflaumig oder orange pflaumig, wo es in die Richtung vom Pflaumen geht, und das andere, das Blaue, Richtung Zwetschgen, Schlehe geht, da müsste man jetzt nur beim Hineinriechen das im Grunde genommen bestätigt haben. Probieren wir das einmal. Ja. Das Gelbe ist wirklich mirabellig. Das Gelbe ist mirabellig. Das ist so richtig mirabellig. Komplett das, mirabellig. Das hat sicher mit der Haut zu tun, die Aromastoffe der Haut. Ja, aber es müsste auch mit der Frucht zu tun haben, mit der Kerngröße zur Fruchtmasse, wenn Sie wüssten. Der Stein ist immer gleich. Der Stein des Kriechels ist immer gleich, der ist immer leicht spitz. Bei der Mirabelle ist er leicht rund. Bei der Mirabelle geht das Fleisch vom Stein und beim Kriechel geht das Fleisch nicht vom Stein. Das Witzige ist, ich kriege bei der gelben eine Spendlingtöne rein. Spendling ist das Gleiche. Spendling wäre wieder so ein Kriecheltyp, ne? Ja, aber das Gelbe, ich kriege so florale Töne rein, ja, dass ich auch sagen würde, dass eigentlich das gelbe Kriecherl Anteile von der Mirabelle, von Pflaume hat, aber genauso zum Beispiel blaue Anteile, aromatische, was in florale Tönen sind von einem Spendling. Es ist wesentlich duftiger, es ist wesentlich fruchtiger, spendlingartig, animierender, fast ein bisschen Honigtöne dabei. So, jetzt bin ich aber gespannt. Schenk uns bitte die Zwetschgen ein. Dass wir jetzt das blaue Kriecherl mit der Zwetschge einmal vergleichen. Zwetschge ist sowieso wesentlich
wesentlich intensiver, wenn man jetzt ist Krecherl? Was wie ein Krecherl, weil wenn man eine normale Zwetschge hernimmt, die hat nachweislich mindestens 400 nachweisliche Aromen. Da ist das Mosaik der Aromatik schon mit sehr vielen Steinen gemacht. Wie viel Volumenprozent haben wir da bei den Sachen jetzt überall? Bei uns sind es immer 43. Alle 43? Das andere wird wahrscheinlich auch nicht viel mehr. 41,5. Ja. Ist ungefähr gleich. Ziemlich gleich, ja. So, wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt anschaue. Das Krecherl hat dann auch ein bisschen so eine Steinnote von einem Mandelton. Die Zwetschge hat eher einen Steinton, der was nicht mandelig ist, sondern der Steinton ist eher fast ein bisschen holzig. Bitterschokoladig, ja. Bin ich beim Krecherl, bei der Zwetschge. Ja, fast ein bisschen Süßholz dabei. Ja, so Kernhaar, so steinig, süßholzig, zart, hauchzimtig. Ja, genau, zimtig. Zimtig ist immer Zwetschge. Hauchzimtig, das ist eigentlich wieder typisch. Ja. Aber was ich da eigentlich für ein Problem habe? Für mich von der Definition her ist immer alles, was Mirabelle ist, ist unter Anführungszeichen parfümiert, aromatisch. Und alles, was Zwetschge ist, ist eigentlich das Rustikalere dazu. Warum ist die jetzt eigentlich, die Zwetschge von dir, nicht so rustikal, wie ich es eigentlich im Kopf habe? Weil du es entkernst oder entsteinst oder irgendwas beim Brennen, was ist da anders? Unsere Steine, ob es brennt, sind 100% Stein. 100% mit Stein? 100% mit Stein. Aber du musst jetzt eins auch dazu sagen, da kann jemand sagen, was er will, beim Steinobst ist Stein und Frucht eine Einheit. So ist. Sonst ist er amputiert. Oder schauen, sonst ist das Produkt amputiert, dass es passt. Ja. Nur wenn jemand sagt, dass Steinobst darf kein Stein haben, das ist schwachmatisch. So ist er. Also noch einmal, das sind beide Anteile müssen klar erkennbar und schön da sein. Das ist natürlich immer eine Frage der Menge. Es hat immer nur damit zu tun, wie lange die Maische auf dem Stein steht. Genau. Oder vom Einmaischen bis zum Destillieren am die wie Maische lang, steht. Wie lange vergärst du? Ja, zwischen 7 und 10 Tage. Ja, das heißt mehr oder weniger abgehende Gärung. So ist es. Und somit passt es alles. Darum ist es auch nicht vordergründig, der Stein leicht zimtig, unterstützt immer. Aber das Krecherl geht so schön ins Bitterschokoladige rein. Kakao, Bitterschokoladen, das ist. Und florale Töne natürlich genauso. Ja, das Krecherl wird wahrscheinlich so sein, dass das Gelbe sehr reif war bei der Ernte. Und das Blaue darf ja nicht überreif werden, weil wenn das Fruchtfleisch dann rötlich wird oder dunkelrot, ja. Dann wird es ja eher rustikal. Wir wollen ja das haben, immer in Genussreife, immer wenn es am besten zum Essen damit ist. Hat die Definition, was ich da gesagt habe, zu tun. Ja. Das hat mit der Fruchtreife zu tun. Das heißt, wenn die Frucht wesentlich reifer ist, wird das Produkt rustikaler. Ja. Wenn es nicht überreif ist, wenn es weniger reif ist, dann ist es eleganter. Eleganter, duftiger. Und, wir haben noch etwas von dir da. Zwetschge gibt es auch in Fass gelagert. Gib mir die einmal. Machen wir die zum Schluss noch. In welchem Holz? Das sind französische Eichen. Stark getoastet. Was war französische? Das ist Limousin und Allier. Okay. Limousin macht sehr süß. Ja, Allier macht ein bisschen. Was macht Allier? Vanillig. Stark getoastet. Das heißt, wir können uns das erlauben, weil wir unsere Brände sehr lange lagern. Entschuldigung, da ist das nicht? Ja, das hat ein bisschen mehr Alkohol. Das ist keine Limonade mehr, das ist 52. Ja, das passt. Und ist aktuell 10 Jahre alt. So, vom Einschenken bis zum Riechen jetzt, das macht auf, unglaublich. Es ist sowas von, am Anfang war es ja holzbetont, jetzt kommt das sowas von schön. Es braucht halt seine Zeit. Wie das lagern? Bis der Brand. Totaler Wahnsinn. Total einbindet. Totaler Wahnsinn. Ja. Weil normalerweise ist oft, dass der hohe Alkohol die Aromatik deckt. Aber da ist null gedeckt. Da ist alles da. Ja. Da ist die Frucht da, da ist das Holz da. Nehmen wir es noch im Mund. Wie alt ist der? 10. Schön. Wir haben das Glück, dass wir obstwirtschaftlich gute Jahre haben. Ich habe gerade früher einmal erzählt, jetzt ist es nicht so. Wir haben jetzt die letzten 10 Jahre, 6 Jahre keine Ernte gehabt und
4 Jahre Ernte, aber die Ernten, die was waren, waren sehr gut und somit muss man halt ein bisschen aushalten und lagern. Und dann kann man sie, dann hat man auch gereifte Produkte und das sollte Spaß machen. Apropos Spaß machen, bevor du jetzt wieder gehst und die Flaschen mitnimmst, ich brauche noch einen Schluck. Schön, dass du da warst. Prost. Danke. Prost. Bitte. Wow. Ich wäre wahnsinnig. Ich wäre narisch. Heute war es richtig Spaß mit Franz Dienauer zu erfahren, wie unterschiedlich Steinobst sein kann. Ich möchte mich bei Ihnen recht herzlich bedanken fürs Zuschauen. Natürlich möchte ich hoffen, dass Sie heute auch wieder etwas gelernt haben. Bitte erzählen Sie Ihren Freunden weiter, wie toll Spiritosen, wie toll Destillate sein können. Wenn Sie nachschauen wollen, wenn Sie Nachhilfe haben wollen, es gibt dafür die Plattform iws.tv. Sie finden uns auch auf YouTube. Bitte abonnieren Sie unseren Channel. Es wäre schön, wenn wir Sie in Zukunft weiter informieren können. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit, Gesundheit. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Inside World Spirit Shots mit Wolfram Ortner.